So, wir sind, glaube ich, tatsächlich live hier in der Live im Finale der eSport Heaven Prag AMD Saphir Invitational Challenge, whatever. Auf jeden Fall einer der längsten Turniertitel ever, glaube ich. So, Very Games wird hier schön in die Zange genommen. Schönes Sandwich, vernascht. Und die erste Map wird auf jeden Fall Nuke sein. Ich habe keine Ahnung. ich habe keine Ahnung, was die zweite ist. Schauen wir fix im E-Bot nach. Steht leider nicht da. Bei Biking MyDGB wird auf jeden Fall Mirage gespielt, aber das Spiel interessiert eh niemanden. So, ich hoffe, ich wollte eigentlich nochmal Stream restarten, aber das ist jetzt, glaube ich, dafür ist es jetzt viel zu spät. Hier gibt es nochmal die obligatorischen Attex-Kreise. Cooler Spawn übrigens. Schade, die Ts gucken nicht so ineinander. Wäre sowieso cool, wenn man irgendwie in-game so kleine Kreise machen würde und. Oh, rotes Auto übrigens. Wenn man so kleine Kreise machen würde und so Hüpfeinlagen so zum Motivieren. So, dann machen wir jetzt alle Settings checken. Gut, das ist noch okay alles. Na, kommt schon. Go, 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 go. Also, ich bin gespannt. An sich, wenn man aufs Papier guckt, spricht hier alles gegen die Franzosen. Alle drei Finals, die sie bisher gegen Navi, gegen NiP gespielt haben, haben sie verloren. Alle, glaube ich, sogar 2-0. Ja, es muss 2-0 gewesen sein. NiP hat noch keine einzige Map auf irgendeiner LAN jetzt verloren. Und auch auf diesem Event war es leider nicht der Fall. Vielleicht sehen wir die erste Map-Niederlage von NiP. Allein. Wow, letztes Movement. Allein das wäre schon ein kleiner Erfolg für Very Games. Hier mal überhaupt eine Map zu gewinnen. Großartig, dieser Internet Explorer ist eine Pracht. So, damit auf geht's. Viel Spaß im großen Finale. Hier NiP gegen Very Games. Das Set tauscht dann nochmal rein. So, ich bin gespannt, was wir hier in der Pistole sehen. Wir haben leider immer noch keine Punkte. Also das hat uns halt wirklich den ganzen Tag begleitet, die fehlenden Punkte im Radar. Oh, Getright hat da schon Außenkontakt. Boah, macht den ersten Headshot. Ganz typisch. Backkante wie 9-6, macht den zweiten. Boah, kann er leider nicht machen, aber seine Mates sind schon zur Stelle. Boah, wie Very Games da auseinandergenommen wird. NiP hat da auch, Getright hat auch überhaupt keine Anstalten gemacht, irgendwie wegzuschieben. Er hatte Support von Main. Zwei Gesichter gegeben. GG. Getright spielt sowieso ein überragendes Turnier. Ah, vielleicht mal noch die Runde von Nathan abwarten. Bombe ist halt außen down. Oh, krass, auf einmal nur noch Exist. Gegen Nathan. Bombe muss da irgendwo liegen. Auf geht's. Wer ist nervöser? Wer ist nervöser? Kann sich schon sehr viel jetzt in der Pistole entscheiden. Oh! Nathan, Mann! Auf geht's! Nicht, dass es für Franzosen wäre, aber ich bin für NiP. Was lade ich denn? Ich bin eigentlich für Very Games. Denn NiP soll mal verlieren. Kann nicht angehen, dass sie jedes Turnier gewinnen. Was war das denn eben? 1 gegen 3 sogar. Krass. Also da. Vielleicht flattern die Nerven bei NiP.
Vielleicht wird der Bann heute gebrochen und Nip verliert. Wer weiß. Also wie gesagt, die Zahlen sprechen gegen Nip. Der bisherige Turnierverlauf, gegen Very Games, der bisherige Turnierverlauf spricht eigentlich gegen Very Games, die hier in der Gruppe schon ein Spiel verloren hatten, in den Playoffs ein super knappes Spiel gegen ESC gespielt haben, was hätte ja auch gut und gern anders ausgehen können. So, wir werden wieder Schellen verteilt von Nip. Boah, Main auch rausgefahren. Alter, geht's gerade gut ab, schon in der zweiten Runde. Boah, was ein Timing und der unterkehrt. Alter, Nathan. Noch einer. Boah, schön. Also, wenn einer heiß ist hier, dann ist es gerade NBK, aka Nathan. Very Games jetzt sogar in der Unterzahlsituation. Halle ist frei, das gibt der Kenny auf jeden Fall durch. So, im Schacht wird gehört. Er muss hinterm Cat legen und dann ist die Runde so gut wie gewonnen. Sie haben beide 100 HP. Was? Gatred mit der Shotgun. Alter, krass. Ich hab's nicht gesehen, dass Gatred die Shotgun hat. Alter, was. Er kommt aber auch wieder hoch und gibt instant. Der Typ. Also, wenn die das Turnier gewinnen, dann hat Gatred gefühlt 50% dazu beigetragen. Er ist so krass auf dem Turnier, er hat eine KD von, also eine Ratio von über 2. Muss man sich mal überlegen. Das hatte, glaube ich, bisher noch keiner, der im Finale stande. Aber das musste man mal recherchieren. Auf jeden Fall eine ultra beeindruckende Leistung von Gatrite. Hab's gar nicht im Blick gehabt, dass der eine Shotgun hat. Very Games mit einem Rumble-Go. Wird zerschossen von Nip. Wir planen da zwar gestorben, aber Existence wird auch noch in der Halle abgefangen. 2 zu 1 Nip. Ralf Möller fragt, wer ist zurzeit der beste Go-Gamer? Gatrite. Kann man ganz klar so objektiv eigentlich, zumindest von Stats her, so beurteilen. Brauche nur mal in die Halt-For-Org-Sektion gucken. Und da steht Gatrite zwar nicht ganz oben, da steht da steht glaube ich sogar Scream, aber der hat halt wesentlich weniger Maps, hat und halt auch nur online und so und deswegen eigentlich objektiv auf jeden Fall Gatrite. So, Very Games hat gekauft, treffen außen auf den ersten Spieler, kommt relativ gut durch, leider kein Refrag. Gatrite überlebt. Was ist denn mit dem heute los? Der gewinnt jedes scheiß Duell und kommt noch mit übelst viel HP weg. Was, selbst das gewinnt er? Alter, der ist unschlagbar. Ohne Witz. Ich sehe jetzt schon keine Chance mehr für Very Games. Wenn Gatrite so on fire ist. Ich glaube, es wird sein bestes Turnier überhaupt werden. Wenn er hier so weiter auftritt. Wer ist jetzt der beste Go-Gamer? Wurde antwortet mit Scream. Ja. Kann man zu bestreiten. Er ist auf jeden Fall krass gewesen auf dem Event. Und das gegen jedes Team eigentlich. Hat eine höhere HS-Ratio als Forest. Forest irgendwie so 75, 65 oder paar 60. Und Scream hat irgendwie 69. Hatte zeitweise 75 oder so. Jetzt leider durch den Loss halt nicht mehr allzu hoch. Diesmal schaffen sie es gar einen Frag zu ziehen. Boah, Gatrite kriegt da auch jedes Mal in die Fresse. Wenn er sich hier vielleicht nicht mehr allzu viel traut. Die Deagle Echo bisher relativ erfolgreich. Boah, schön von Nathan. 2 gegen 2 Situation. HP-Vorteil allerdings bei Nip. Ah, die Bombe scheint oben down zu sein. Ja, die ist leider am Schacht down. Nathan hat noch eine Gren.
Ach, schade. Ah, die war nicht so gut. Smith mit Deagle. Ah, wenn er. Ach, schade, Xyz passt schon mit auf. Keine Chance. Gute Idee von Smith, aber souveräne Eco. Drei Mann geholt. Sogar fast nicht. Minimale Chance, die Runde zu machen. Mal schauen, wie es jetzt hier in den Waffenrunden weitergeht. VG außen wieder auf. Oh. Also jetzt kriegt Gadget hier in die Fresse. Hat er vielleicht seinen Master gefunden außen? So, Gadget hört noch dies. Ah lol, das war ja nicht Gadget, war Freeberg. Sorry, ich nehme alles zurück. So, Gadget hört die Steps und er gibt sie durch. Krasses Push, das sogar. Ach, eine Push hinterher. Alter. Alle vier dort. Ich weiß nicht, wo der letzte ist, aber. Oh, Nixist. Gadget macht gar keinen. So, aber wo sollen sie jetzt noch großartig hin? Die Frage ist, ob Schacht frei ist. So, Classic Nathan stirbt. Im Vorraum noch. Und der Rest ist unten. Oh, V ist an der Rampe. Oh, stirbt allerdings auch. Schöner AWP von Kenny. So, beide da am Aquariumgang. So, Kenny legt die Arme, Smith muss ihn decken. Oh, da wird er gebankt. Kenny kann es vielleicht machen. Oh, schade, Gatorade ist instant wieder drauf. Ach, aber wenigstens mal eine relativ knappe Runde für Very Games. Aber auch wieder so ekelhaft gespielt von Gatorade, dass er da dieses Glück hat und hinterher schieben kann. Gelingt irgendwie auch nur ihm. VG hat nochmal Geld. Also der mich gerade am meisten überzeugt, ist auf jeden Fall Nathan. Aber es ist klar eher so eine geschlossene, schlechte Teamleistung. Der drückt einfach schon wieder. Es ist. Ich verstehe es manchmal einfach nicht. So, jetzt sind so ein paar Hits da gesetzt. Zurück. So, Xyz hat er, glaube ich, wieder seinen Move gemacht. Der pusht sehr gern Pommes rein. Alter. Wie sie einfach auseinandergenommen werden. Aber da kommt auch keine Flash oder sonst was. Faust spielt da die ganze Zeit quasi wie in 1-6. Oh, schöne Flex von Kenny dennoch. Das wird aber nicht reichen. Faust spreadet er die ganze Zeit mit Prefire rein. Nimmt sein Fadenkreuz quasi nicht weg. Und gibt einfach nur Gesicht. Hat auch ein Mate dort, also da wäre eh nichts angebrannt, selbst wenn er gestorben wäre. 6-1, man muss irgendwie diesen Gadget ausschalten. Anders sehe ich hier keine großen Chancen. Oder man geht ihn halt komplett, man geht halt komplett ihm aus dem Weg. Schneller Halle go. Bikes ist stirbt. Kenny kann die Bombe legen. Cat wird außen durchgepusht. Boah, schön. Existence gewinnt das Duell im Schacht. So, Smith, ganz wichtig jetzt, dass er Gadget da sieht. Boah, so ekelhaft. Ich glaube, sie wollen es nicht mehr versuchen. Forrest lockt noch ein bisschen. Boah, Gadget wird ja wieder Exit Tracks machen en masse. Er wird wahrscheinlich nicht auf den ersten schießen. Boah, starke Runde von Existence. Ah, siehst du, er wartet da noch, aber sieht, da kommt keine weitere. Guckt euch das mal an. Er hat so perfektes Pre-Aim einfach, der Typ. Wahnsinn.
Aber hey, zweite Runde für Very Games. Keine Ahnung, welcher als zweite gespielt wird, ehrlich gesagt. Fällt vor, steht glaube ich auch noch nichts. Gatwet hat auch nichts getwittert. Von daher bin ich genauso ahnungslos wie ihr. So, da bauen sie wieder um. Ja, sehr schnell außen durch. Scheint aber diesmal unter Cat zu gehen. Diesmal deckt aber auch Nip nicht gut. Gatwet ist nämlich außen. Ach, sie haben Vorraum eingenommen. So, sind jetzt schon unter Cat und boosten. Sehr schöne Entscheidung. Denn unter Cat. Da deckt niemand. Boah, das wird eine ganz schwere Runde. Nip weiß das auch. Sie stehen gerade nicht gut. Für Halle. Nathan wieder einen wichtigen First Fake. Da gab es die Flash. Jetzt Cat hoch. Schacht wird leider nicht gewonnen. 3 gegen 3 Situationen. Very Games aber mit dem Vorteil. Einfach mit dem Höhenvorteil. Schön von Kenny. Nächste im Schacht stirbt. Und da war es nur noch Forest. Und da kann er eigentlich nichts machen. Wenn der da gut am Catch spielt. Wer ist das? Existence. Forest hat noch nicht geschossen. Ja. Oh. Nicht so toll. Frisst aber die HE. Sehr schön. 70 HP runter. Sauber. Starke Runde von Very Games. Und da hat's direkt, wurde es direkt bestraft, dass Nip außen offen gelassen hat. Haben da wohl nicht nochmal mit so einem Go gerechnet. Aber man sieht's, wenn man. Nip, das war gerade komplett taktisch ausgespielt. Dann kommt noch relativ gutes Aiming hinzu bei VG. Und dann gewinnen sie auch mal Runden. Also dieser Franzose vorhin hat das ja auch richtigerweise gesagt. Sie sind ja keine Maschinen oder so. Sie machen ja auch Fehler. So, aber geht halt wieder aggressiv ohne Ende da. Es ist so krass, was der sich traut. So kann er natürlich jetzt außen wieder komplett ausschießen. VG hat schon extrem viel Schaden bekommen. So, wo soll es hingehen? Alle im Vorraum versammelt. So, es geht Box raus. Die raus. Ah, ganz gute Laufwege, aber die Frags. Na, kleiner Lag. Keine Chance, da hatten sie schon viel zu viel Schaden aufgefangen. Und wirklich gute Granaten kamen da auch nicht in die Halle. Wobei ich jetzt nicht geguckt habe, aber ich glaube, auf dem Dach war keiner, der da über das Fenster reinflächen kann. Schade, aber war natürlich auch wieder super gestanden von Nip. Sie wussten halt, außen kommt nichts. Götter hat dann auch zum richtigen Zeitpunkt wieder Halle geschoben. Und da war Halle einfach safe. Ja, wenn sie da nicht so viel Schaden vorher fangen, dann können sie da vielleicht mehr machen. Noch ein paar mehr Flashes, dann ist sowas eher drin. So, schöne Flash von Smith. Aber exist. War angeblich nicht blind. Ja, da fallen sie aber alle. 8 zu 3, aber hier no ist noch nichts verloren. So, vielleicht mal beim Feld. Ja, jetzt gibt es die AWP, also jetzt will man es wissen. Gatwright muss jetzt sterben, außen. Sein Scharfrichter steht schon bereit. Namens Kenny S. Oh, der ruckt sich durch die Map. Sie tatsächlich Rampe ab. Oh. Ganz wichtiger Reflex von Kenny. Nip wollte mit dem Push versuchen. So, Gatwet übernimmt wieder außen. Wir flanen da an der Rampe allein. So, Forest war das, der gestorben ist. Oh, das macht keinen Spaß, Kenny zuzugucken, wie er da rumleckt. Smith nochmal bei außen. Wird dann auf Getrite treffen. Aber Kenny contactet sich auch gerade vor.
Verschießt, Smith gewinnt das Duell. Ich wollte drauf gehen, aber einfach schlecht, wenn hier auf beiden Seiten gleichzeitig was passiert. So, vielleicht sollte man unter Cats. Nein. Klappt auch so. Wo oben, ich weiß nicht, ob die Steps gehört werden. Sieht aber danach aus. Friberg stirbt nur noch Exist. Müsste von Kenny gehört worden sein. Und sie gehen auch richtigerweise in die Türen. Keiner oben an der Wand. Geht ein unnötiges Duell ein. So, RPK müsste ihn als erstes spotten. Oh, schöner Sch Schuss. Schön geschossen auch. Vom dicken Franzosen. Was nicht beleidigend sein soll. Er ist wirklich dick. Aber trotzdem. Also geht doch. VG kann einigermaßen mithalten bisher, muss ich sagen. Auch wenn die Runden, die NiP gewonnen hat, schon deutlich waren. Aber Very Games genauso. Also haben. Es gab hier jetzt noch keine wirkliche knappe X- und X-Situation. Die Runden waren dann immer relativ deutlich mit einem 3 und X oder so. Daher das Spiel gerade relativ offen. So, jetzt außen. Kenny S. Gatrid in der Garage. So, Gatrid das erste Mal, dass er dort steht. Kenny S. muss in die Garage gucken. Garage. Gatrid wird gleich die Füße sehen. So, hat nicht geschossen. Er hat einen auf jeden Fall gesehen. Und er macht das so klug, dass er dort nicht schießt. Verschießt jetzt leider. Doppel gegen Flash. Boah, macht einen. Kenny verschießt. So, Kenny nach außen. Die Pose ist bekannt. Gatrid zeigt sich auch nicht mehr. LOL. Was ein geiler Move. Gatrid macht perfekt. Kenny wusste nicht unbedingt, dass er dort steht. HE sitzt zwar einigermaßen, aber Exist kommt auch schon von hinten. Ah, schade. Bitter, 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 bitter. Wieder mal perfekt gespielt von Gatrid. Also, wenn hier einer ein perfektes Spiel hinlegt, dann ist es auf jeden Fall er. Kenny S trifft jeden 50. Schuss mit A. Ja. Wart mal ab, wart mal ab. Schade, dass sie hier sparen müssen. Für letzte Runde, aber es hat auf jeden Fall noch für ein bisschen Equipment gereicht. Oh ne, man hat tatsächlich gekauft, was geht. Interessant. Nathan wieder, glaube ich, alleine im Vorraum, ja. Sagen. Sehr schön. Nathan macht dann den Rampe-Frag. Smith auch unter Cat. Mit oben Cat noch aufpassen. Gatrid ist tot. Die Runde ist drin. Boah, schön von Smith. So, können jetzt alle gemeinsam Cat hoch. Waffen picken. Sauber, Mann. Und jetzt nur noch Fifflan. Also Rampe steht irgendwie nicht so safe, wenn was gespielt wird. Wenn sie defensiv stehen, standen sie bisher gut. Aber wenn sie was spielen an der Rampe, haben sie meistens einen Nachteil gehabt oder haben halt kassiert. Ganz wichtig, dass man so eine Runde auch mal holt. Fürs Selbstbewusstsein natürlich auch extrem wichtig. Smokes in die Halle. Oh nein, da wird die Flash verworfen von Existence. Aber der First Stick sitzt. RPK Main. Schade, gut geschossen. Aber irgendwie nicht gut ge. Gatrid! Es ist. Forrest, dieser alte Troll. Wollte ihn kneifen. Aber schon eine ansehnliche erste Halbzeit. Einige hätten hier sicherlich weniger erwartet von Very Games, aber 5T-Runden ist vollkommen okay. Pistol nicht gewonnen, das passt eigentlich. Damit wäre man in 1-6 auf jeden Fall auch zufrieden gewesen.
zu einer bestimmten Zeit? Ja, doch, eigentlich schon. Also, hier ist noch nichts entschieden. Es bleibt weiterhin spannend. Nein, das ist nicht meine Farbvorlage. Er ist einfach. Er ist halt so krass, dass es schon wieder scheiße ist, wie krass er ist. Er soll mal sein Secret verraten. So, auf geht's, Very Games. City Pistols sind sie auch, glaube ich, relativ stark immer. Geiler Move. Da spielen sie super. Oh, sie spielen super special. Huhu. Das hat man. Was eine geile Runde. Lol, scheiße, das ist nicht packen. Oh, wie geil das ist. Oh, das sah so gut aus. Da haben sie sich auf jeden Fall was überlegt und auf jeden Fall den First Check verdient. Und sie müssen die Runde jetzt gewinnen. Allein für diese Aktion. So, Nip ist allerdings unten. Oh, Forrest noch mit einer Abfuck-Posi. Oh, Forrest kann richtig böse werden. Er braucht aber noch ein gutes Stück. So, Bombe jetzt gelegt. So, Forrest geht über den Schacht. Ich weiß nicht, ob das die beste Entscheidung ist. Scheint aber so. So, beide Ts schon relativ angeschlagen. RPK für die 12. Oh, Kenny gegen Toxic. Kenny hat das Kit und er zieht durch. Zieht durch. Ach, Forrest sieht da den Fuß und er entscheidet tatsächlich die Runde. Oder ich glaube, er muss nicht mal den Fuß sehen, weil man da eh durchschießen kann mit Pistol. Oh, na, da entscheidet er tatsächlich die Runde mit diesem verzögerten Move außen. Irgendwie was sehr, sehr beliebt zwischen allen scheint. Dass immer einer irgendwie allein kommt. Aber wenn sich das durchsetzt und das immer so ist, dann kann man sich natürlich auch relativ gut einstellen drauf. Oh, ich wusste gar nicht, dass man da allein hoch kann. Ah, hier über diese Erhöhung anscheinend. So, aber es ist immer nichts verloren. Alle mit P250, Existence und Smith. Mit Deagle. Keiner außen, da ist frei. Und sie kommt jetzt Rampe. Boah! In das Gesicht vom Get Right. Get Face quasi. So, Existence steht auch unten. Und der Cat muss man nicht unbedingt haben, weil Kenny da oben ist. Trotzdem, sie haben Equipment. Beste Entscheidung für mich immer noch sau oft unter Cat einfach Cat hochgehen mit ein paar Granaten. So, der wird gut abgelenkt. Oh, Existence macht leider keinen. Oh, schade. Diese Gold Eagle ist aber auch so kacke. Manchmal. Kenny mit Gas. Nein, da wurde aufgepasst. Oh, gutes Teamplay einfach. Ah, RPK macht zwar noch einen, aber. Ach, schade, Mann. Die Eco hätte einen Ticken besser verlaufen können. Allein schon, wenn Existence da einen Headshot setzt. Aiming leider ein bisschen versagt, aber die Ts haben auch richtig gut gemoved. Noch eine Eco, was auch nicht weiter verwunderlich ist. So, Existence. Diese Mini-Steps aus 1-6 ist so ekelhaft. Im Go kannst du einfach nicht stehen bleiben, wenn du einer rumkommst. Das ist irgendwie. Dicke Catbangs. So, wieder ist einer am Abfacken im Vorraum.
Wer ist das? Getrite, natürlich, wer sonst? Kriegt er auch seinen verdienten Frag. Und jetzt noch eine APK über die Rampe. So, Geldbar hat man es auf jeden Fall. Fraglich ist, ob Kenny direkt AWP spielt. Ich meine, es kostet natürlich auch enorm viel. Oh, da hat er sich nicht mal drum bemüht, den irgendwie links noch anzuaimen. Also 13-5 Führung für Nip. Aber vielleicht schafft Very Games hier das Unmögliche. Wenn sie die wichtigen Rounds gewinnen, Nip kann auf jeden Fall nochmal eine kaufen, mindestens. Wenn nicht sogar zwei Runden. Jetzt müssen sie Gas geben. Kenny hat Aave. Geht aber nicht Cat. Hier wird nicht gemoved. Also Existence diesmal. Ah, oh, sie sind schon Main drin. Gibt sie Flash? Boah, sie sind gerade reingeduckt. Kenny verschießt. Oh. Boah, zum Glück macht er dann 1. Mit dem 1 gegen 2. Der Cat Red schnell tötet. Die AE ist einfach so gut, aber Forest macht's. Fuck man, die sind da irgendwie extrem gut in die Halle gegangen. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, wie. Scheiße, dass ich das nicht eingefangen habe. War da zu sehr auf Kenny fokussiert. Schon wieder 60 Score-Punkte. Wahnsinn. So, ich glaube, in 1-6 hat Forest den Jump so gut wie nie geschafft. War dahingehend immer ein kleiner Krüppel. So, riskieren das Rampe. Wieder Ekel-Timing von Nip. Räumen damit allen Spielern auf. Nur noch zwei in der Halle. Die Runde ist eigentlich schon wieder gegessen. Ach. Muss es denn immer so enden? Na gut, sie hatten halt kaum Equipment, sie haben es riskiert. Oh, sogar eine 5. Runde für Nip. Keine Probleme hier für sie. Jetzt haben sie natürlich auch wenig Geld, um hier noch irgendwie nennenswerten Schaden zu machen. Da sehen wir Smith nicht mal mit Weste. Der ist wenigstens schon. Und Smith wenigstens mal mit First Track. Mit Rampe nach unten gedrängt. Existence ist da blind auf die Pommes gefallen. Halle Go gibt's aber nicht. Nip an der Rampe slow. Und gehen diesmal unter Cat. RPK kann außen ausschließen. Nathan mit einer schlechten Posi, um Cat zu decken. Da wird eh eine Flash kommen. So, Very Games gerade komplett am Umbauen. Nathan jetzt eine bessere Posi genommen. Echt Cat hochgegangen, noch Getrite am Leben. Gegen 3 Stück. Wenn jetzt keinen mehr macht, ist es gut für VG. LOL. Was? Oh. Ey, den killt er halt fast auch noch. Muss es ja echt immer erst zum Draw kommen, bis VG aufwacht. Wobei letztes Finale war auch die erste Map die interessanteste, die zweite wurde VG dann wieder überfahren auf der Dreamhack. 16-1 wurden sie zerstört auf Inferno. Vielleicht sehen wir ja Train. Das war, glaube ich, bisher die knappste Map in dem Matchup.
Nathan, sauber. Noch schön geschmoved von Kenny. Wie, das ist nur Getright, LMS in der Box. Und schaut euch das an, nur 8 HP verloren bei Nathan. Und der drückt gerade heftigst alle weg. Noch ein bisschen geteamknifed. Und sowas ist wichtig, wobei es jetzt scheißegal ist, mit wie viel Mann man überlebt. Weil jede verlorene Runde bedeutet hier den Loss der ersten Map. Oh, ganz klassischer Boost zum Bangen. Zu weit links. Kenny geht, glaube ich, außen. Ja. Nathan außen, Cat. Oh, schade. Sogar relativ wenig Schaden gemacht. Jetzt kann Kenny hat den Headshot gemacht. Jetzt darf Rampe nicht sterben. Smith aggressiv da im Schlauch. Gute Posi, hat auf jeden Fall, weiß auf jeden Fall, dass da was vor ihm ist. Hat jetzt ein Mate. RPK, sie lassen diesmal die Halle offen. Noch einer auf dem Stein, sehr schön. Nips sieht hier gerade nicht gut aus, sterben alle einzeln, ohne Refrag. Jetzt geht's... Hoho! What the fuck? RPK teilt Gesichter aus. Froschgesichter. Nette Shots. Also sehr klar, Very Games kann einzelskillmäßig vielleicht nicht immer mithalten, aber sie haben auch ihre Momente, wo man sich denkt, Junge, Junge. Da wurden genügend Frösche gefrühstückt. Und Zielwein getrunken. So, Kenny wieder mit seinem langen Baguette. Weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist. Ich meine, die Waffenroten, die sie geholt haben, waren alle ohne Arbe. So, Kenny ist wieder nicht... Also, Nip hat immer sehr viel Raum im Gegensatz zu Very Games außen. Aber Kenny macht den ersten. Enorm wichtig. Sie stehen eigentlich gut. RPK deckt sogar den Schacht, damit die Ts nicht reinspringen. Das ist krass. So auch noch nie gesehen. Oh, also du hast gegen Getter irgendwie keine Chance, wenn du... Du hast irgendwie so ein Zeitfenster von einer Sekunde, wo du ihn vielleicht töten kannst. Und wenn du das nicht schaffst, dann bist du tot. Gerade wunderbar gesehen. Bei... Kenny. Einer ist unter Cat, V ist nach außen, 2 Vorraum. Oh, jetzt darf Cat halt, er muss sterben. Kriegt er die Hits? Oh, die Ansage kam zu spät, aber es misst direkt hinterher mit Gas. Oh, RPK fährt raus. Was ist sogar eine Eco? Oh, dafür ist sie aber richtig knapp. Dennoch klären sie es am Ende. 9 zu 15. Es bleibt spannend, auf jeden Fall. Nip hat wieder Geld. Zweit außen. VG spielt aber auch jede Runde was anderes. Das gefällt mir. Sie variieren relativ... Jawohl. Ne, doch nicht. Nehmen alles zurück. Es sah nämlich gerade aus, ob sie irgendwie unten aufbauen, über Schacht oder so. Ja, PK deckt dann Abgang. Kenny wieder oben. Das finde ich jetzt nicht so gut, dass er schon wieder da steht. Denn dann werden sie jetzt mehr Fokus drauf haben. Wer ist denn das außen? Forest. Dieser Jüngling, er muss noch viel lernen. Soll mal Trainingsstunden von mir nehmen. So, es geht gleich Rampe. Smith hat das gespottet. Er ist weit weg von jeglichem Support.
So, unten haben sie eigentlich noch relativ safe. Der PK spielt es da auch hervorragend, finde ich. Vielleicht. Nein! Oh! Schade. Wollte ich mal sagen. Oh, jetzt im Schacht einer und nix ist. Och, 6 HP, es ist GG. GG! Och, Mann, ey, wenn. Ach, RPK. Es ist so, erstens ist es luck. Es ist vor allen Dingen lucky, dass er überhaupt noch einen Frag kriegt. Gut gegen Flecht, aber er darf dann halt nicht so rein, weil sein Mate hat nicht so gedeckt, dass sie da oben nicht sein können. Also minimale Absprachefehler oder Aufstellungsfehler bei VG. Dennoch, sie haben hier gegengehalten, sie haben gute Runden gezeigt. Sie können es eigentlich. Wenn sie mal hier in den Rausch kommen und Nip vor allen Dingen mal diese wichtigen Keyrounds abnehmen, dann können wir hier noch eine zweite Map, eine zweite spannende Map sehen und vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte eine dritte gegen Nip. So, ich warte drauf, bis der Headfort change. Ich weiß nicht, was die zweite ist. Ihr lasst euch überraschen, ich mich auch. Wir sehen uns gleich wieder mit dem Finale. Zweite Map, Nip gegen VG.